Es gibt einen Buchtitel, Prima Leben ohne Privatsphäre. Über Buchtitel muss man wissen, dass sie immer sehr angespitzt sind. Ich halte diesen Titel aber in jeder Art und Weise für falsch. Wir brauchen eine Diskussion darüber, wie sich Privatsphäre ändert, wenn überall zum Beispiel Kameras, Handykameras sind. Das ist klar. Da ändert sich etwas, aber was? Und wie kann man das beeinflussen? Das ist eine wichtige Diskussion. Aber zu glauben, dass es eine Alternative gäbe zur Privatsphäre, das halte ich für falsch. Und ich glaube auch, dass viele Leute ein Interesse daran haben, die Privatsphäre anderer Menschen abzuschaffen und gleichzeitig die eigene zu wahren. Das halte ich für bigott und das halte ich für falsch.